Hallo zusammen, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Review über das Produkt Anto Cube von Eddie Tsai und Neo Chang. Meine ehrliche Meinung zu diesem Zaubertrick in diesem Review. Viel Spaß! Doch was ist Anto Cube überhaupt? Den Effekt kann man ganz einfach beschreiben. Der Zuschauer bekommt eine Box, darin befindet sich ein Würfel. Auf den jeweiligen 6 Seiten befinden sich Zahlen oder auch ESP-Symbole, je nachdem, was man präferiert. Dann wählt der Zuschauer eine Zahl aus auf dem Würfel, dreht diese Zahl nach oben, legt den Würfel in die Box rein, verschließt die Box. Dann kann er die Box in der Hand behalten, auf den Tisch stellen oder unter eine Tasse, das spielt gar keine Rolle. Aber der Zauberer weiß zu jedem Zeitpunkt genau, welche Zahl nach oben liegt, also der Zuschauer ausgewählt hat. Dabei dreht sich der Zauberkünstler während dem ganzen Prozess um oder es findet unter dem Tisch statt. Beginnen möchte ich das Review mit der Qualität des Requisits, der Würfel, der Box und auch dem Gimmick. Ich muss sagen, der Würfel ist gut produziert, ebenso die Box. Sie sehen hochwertig aus, man hat da was Solides in der Hand, es fühlt sich gut an. Es kann auch jederzeit vom Zuschauer untersucht werden, davor, danach, währenddessen. Der Zauberer muss da gar nicht eingreifen oder irgendein Austausch findet nicht statt. Das Gimmick ist sehr klein, es passt in eine Kartenbox. Es kann also gut mittransportiert und getarnt werden, das ist auf jeden Fall gut. Der ganze Zaubertrick funktioniert auch ohne Assistent, man hat da kein Stooge, kein Helfer, nichts. Man hat nur die Box, der Würfel. Und eben das Gimmick, das man leicht tarnen kann in einer Kartenbox oder etwas ähnlich Großem. Der Prozess findet unverzüglich statt. Das heißt, der Zauberer weiß zu jedem Zeitpunkt, zeitecht, welche Nummer gerade sich beim Würfeln oben befindet. Wenn sich also der Zuschauer noch kurzzeitig umentscheidet, weiß das der Zauberer dennoch. Das ganze Kunststück ist komplett untersuchbar. Bis natürlich auf das Gimmick. An dem Würfel wird also der Zuschauer nichts Spezielles finden, ebenso nicht an der Box. Das ist extrem stark. Es gibt aber aus meiner Sicht auch ein paar wenige Negativpunkte dieses Kunststücks. Das ist zum einen die Instruktion. Die ist auf Englisch, was jetzt für mich kein großes Problem ist, aber ich denke, für diesen Preis kann man verlangen, dass da ein hochwertiges Video kommt. Es kommt aber auch nicht ein schlechtes Video, denn es kommt gar kein Video. Nur eine Internetseite mit ein paar Bildern und einen klitzekleinen kurzen Text. Also da hätte man wirklich mehr Aufwand betreiben können. Man muss aber sagen, es reicht, um den Trick zu verstehen, wie es funktioniert. Aber man hätte da auch noch Variationen einbauen können oder es eben das Ganze filmen können und ein paar Tipps geben auch zur Elektronik. Denn das führt auch gleich zum zweiten Negativpunkt. Es funktioniert in, was ich so rausgefunden habe, in 95% der Fälle. Also in 5% der Fälle funktioniert es nicht. Diese 5% kann man aber reduzieren, indem man ein gutes Zuschauermanagement hat. Der Zuschauer sollte also den Würfel beispielsweise nicht herumschmeißen, ist eigentlich logisch, aber wenn man ihn dann vielleicht auch zu schnell verdreht, kann es auch schon mal sein, dass das Gimmick die falsche Zahl anzeigt. Man bleibt also übrig bei einer Quote von ca. 99% der Fälle klappt es und ich denke, das ist vergleichbar mit fast jedem Kunststück, denn es gibt immer irgendwo einen Fehler, der passieren kann. Also ein Zaubertrick ist ja fast nie 100% sicher. Aber wie gesagt, es braucht etwas Übung, was das Zuschauermanagement angeht, dass man da den Zuschauer auch wirklich leitet, wie er es machen soll. Grundsätzlich ist der Zuschauer aber frei. Er kann also wirklich jede Zahl wählen. Er kann den Würfel auch drehen. Wie gesagt, zu schnelle Bewegungen können aber die Elektronik stören und zu einem falschen Resultat führen. Alles in allem finde ich den Trick extrem stark, denn ich mag es sehr, wenn der Trick genau so funktioniert, wie er sollte. Ich erkläre das kurz. Das Wunder passiert also wirklich so, wie man es sich vorstellt. Der Zauberer dreht sich um, irgendeine Seite wird gewählt und der Zauberer weiß sofort, welche Seite dies ist,
ohne dass hier noch irgendwelche unnötige Aktionen reinkommen, dass der Zauberer zuerst noch dies oder das machen muss. Nein, es ist in Echtzeit, es passiert wirklich genauso wie es sollte. Ich denke, ich kann Entel Cube mit gutem Gewissen empfehlen. Ich gebe dem Produkt 9 von 10 Punkte. Dazu kommt eben aus der Instruktion, die nicht präzise ist und schlecht gemacht ist, und der Elektronik, die auch ab und zu Fehler drin hat. Aber dennoch, es ist ein hochwertiges Produkt, das ich durchaus empfehlen kann, und ein wahnsinnig starker Effekt, den man auch immer und immer wieder wiederholen kann, ohne dass man zuerst noch etwas präparieren muss. Gut, das war's auch schon für heute. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Ciao!